Ja moin, hier ist wieder euer Danny von den Crafty Dudes. Wir machen heute unseren zweiten Gadget-Test und wir haben heute wieder drei Gadgets für euch. Einmal hier den Barracuda Rucksack von Burton, den ich schon beim Inspizieren ziemlich cool fand. Dann haben wir hier so einen kleinen Mini-USB-Kühlschrank und dann auch noch hier ja, so ein kleines, man könnte sagen, Bierverhüterli, um das Ganze noch ein bisschen kalt zu halten. Ich fange einfach mal hier mit unserem Barracuda an. Finde ich schon mal ziemlich geil, dass der von Burton ist. Kenne ich noch aus meinen Snowboard-Zeiten, eine geile Ski- und Snowboard-Marke. Und das Teil ist einfach perfekt, weil man hat hier so zwei kleine Kammern. Und da kann man einfach dann auch fünf Dosen hier reinpacken. Und die halten dann auch kühl, weil man ist das Ganze hier so ummantelt mit so ein bisschen eine Kühlummantelung eben. Und ja, dann bleibt das Ganze dann auch wirklich schön kühl, auch über mehrere Stunden. Wir haben es getestet, also es ist immer alles eher leer gewesen, als dass es warm geworden ist. Und das ist, glaube ich, schon mal ein guter Punkt. Hält auf jeden Fall ähnlich wie eine Kühltasche einfach fit. Ich zeige euch auch mal, wie es aussieht. Dazu stehe ich dann einfach mal auf. Und man kann sich den dann eben so ganz geschmeidig hier so umpacken. Hier vorne hat man dann noch einen kleinen Dosenhalter, wo dann Drink Me drauf ist und das kleine Burton-Logo. Ich finde es ganz cool gemacht. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass halt hier die Farbe irgendwie so ein bisschen biermäßig ist. Da hätten sie sich vielleicht ein bisschen was Cooleres überlegen können. Aber so prinzipiell, trotzdem Daumen nach oben, gerade auf der Piste, glaube ich, kommt das Ding ganz geil, wenn man dann da immer mal eine Dose halt für den Lift dabei hat. Und man kann die Dosen auch wieder reinpacken und danach wegschmeißen. Somit ist es auch der Umweltaspekt sehr gut gegeben. So, dann packen wir mal eine Dose aus und packen die dann mal hier in unseren Mini-USB-Kühlschrank. Von der Aufmachung her ist der so ein bisschen billig gemacht einfach. Das merkt man schon, wenn man ihn anfasst. Der ist nicht besonders schwer. Viele Plastik- oder nur Plastikteile eigentlich. Und hier unten seht ihr dann, ist eine Kühlplatte dann mit drin, die dann die Dose auch von unten kühlen soll. Bei unseren Tests ist es dazu gekommen, dass es mit warmen Dosen eigentlich wenig gut geht. Man sollte schon eine gekühlte Dose eigentlich nehmen und das dann da reinpacken. Und dann wird das Ganze eben durch die Kühlplatte, die da unten drin ist, dann auch gekühlt. Sieht schon ganz fesch aus, so auf den ersten Blick. Aber ich glaube, da nehme ich lieber einen richtigen Kühlschrank, um mir meine Dosen dann kühl zu halten. Hier unser kleiner Cooler dann für die Dose, was man hier noch hat. Das ist einfach aus Neopren dann auch gemacht. Hier ist jetzt aus Australia mitgebracht worden als kleines Mitbringsel. Und da kann man dann natürlich dann auch ähnlich dann eben hier wie bei dem Kühlschrank Dose reinstecken. Und das funktioniert ziemlich gut. Also die bleibt wirklich tatsächlich sehr, sehr lange kühl da drin. Wird auch komplett ummantelt, nicht wie hier bei dem Kühlschrank, wo eben nur die Kühlfläche von unten kommt. Und bleibt dadurch auf jeden Fall so lange kühl, bis die Dose dann auch wirklich getrunken ist. Das kann man immer mal so ein bisschen beim Gamen nebenher dann hinstellen oder vielleicht auch beim Fußball gucken. Geht natürlich auch keine Wärme dann an die Dose ran, wenn man daraus trinkt. Und das funktioniert einfach gut. Also das Gadget gefällt mir eigentlich noch viel besser als der Kühlschrank. Den finde ich doch so ein bisschen billig gemacht. Also ich würde sagen, der Barracuda, dem gebe ich auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Unser Kühlschrank, der einmal Daumen nach unten. Und hier dieses Teil, eigentlich Daumen nach oben, kann man immer im Sommer mal ganz gut verwenden. Wenn ihr noch weitere Biergadget habt, was wir testen sollen, schreibt es unten in die Kommentare und abonniert auf jeden Fall den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Mal ganz gut. Fühlt man sich echt geil damit. Ja,